Ach ja, Freunde, diese Musik ist immer wieder schön und ich liebe diese Musik einfach. Und besonders halt finde ich es immer sehr schön, wenn wir die hier beim Sanktum hören, oder besser gesagt im Sanktuarium, wo wir damals die Vögel gerettet haben. Und sie hören uns, sie verstehen uns zwar, aber wir sie leider nicht mehr. Und das, ja, das macht einen natürlich ein bisschen traurig, aber halt auch, es ist auch nicht so schlimm. Und wie im letzten Part wollen wir heute was ganz Besonderes machen. Wir fliegen heute mal ein bisschen mit den Möwen wieder ein bisschen rum und schauen, ob wir irgendwas Interessantes finden, auf jeden Fall. Ich begrüße euch wieder, natürlich wieder zum neuen Part von Terranigma. Es wird heute ziemlich lustig werden. Fieb, tralla tralla, zwitscher fiebs. Und die nimmt mich jetzt mit. Weil das sollte die wirklich irgendwann machen, so ein bisschen wieder zu alten Gegenden wieder fliegen und einfach mal die alten Gegenden mal besuchen. Weil man findet wirklich eine ganze Menge interessante Dinge. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das die angesprochen. Nee, die fliegt weiter auf jeden Fall. Wo fliegt die denn nochmal mit mir hin? Die fliegt mich doch jetzt nicht über Afrika, oder? Doch. Die fliegt mich jetzt gerade zu Liam und Co. Gut, die wollte ich jetzt eigentlich nicht. Die bringt mich jetzt gerade echt zu Liam. Scheiße. Okay, gut, das war die gewesen. Das Safarium, da wo Liam ja ist. Also da haben wir ja Liam kennengelernt und so weiter. Auch das Löwennest, das war ja hier gewesen, wo wir von den Löwen angegriffen worden sind. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte dahin gehen, wo halt wirklich halt noch ein paar andere Sachen sind. Der Tierfels. Liam! Oh, wir können nicht mehr mit ihm reden. Ich will mit Liam reden. Ich kann mit den Löwen nicht mehr reden. Och, Mann. Das ist irgendwie sehr schade, dass sie das nicht irgendwie weitergemacht haben, dass halt Ark irgendwie doch nur mit den Tieren reden kann und so weiter. Finde ich ein bisschen schade, aber man muss natürlich das Logische noch ein bisschen beibehalten. Und da fällt mir eigentlich gerade ein, wo wir schon mal hier in der Gegend sind, kann ich euch eigentlich noch was anderes zeigen. Und zwar, ihr könnt euch doch noch an den Ziegenbock erinnern, oder? Der doch, der uns doch geholfen hat, wo wir doch von der Lawine angegriffen worden sind. Und dieser Ziegenbock hat uns ja versprochen gehabt, dass er rauskommt. Also, dass er es halt überlebt und so weiter. Leider hat es der Ziegenbock leider nicht überlebt. Das werde ich euch jetzt noch ganz schnell noch zeigen, weil das auch für mich eigentlich eine sehr traurige Szene ist. Das zeige ich euch mal ganz schnell, weil hier war doch der Ort gewesen, wo wir ja die Menschen wieder geholt haben. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt. Ich weiß noch nicht mal, wie kommt man denn zu dieser Burg? Da kommst du auch irgendwie hin. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie kommst du da hin. Was? Ach, Luran. Die Stadt Luran. Die existiert ja auch noch. Aber hier ist auch nichts mehr, oder? Ne, hier ist auch nichts mehr. Hier waren ja die Zombies gewesen. Und seitdem wir das hier geschafft haben, gibt es natürlich auch keine Zombies mehr. Oder doch? Tatsache, hier gibt es echt keine Zombies mehr. Wisst ihr noch hier die Stadt Luran, die von Zombie-Horden heimgesucht worden ist und so weiter? Jetzt musst du da einfach nur noch hingehen und dann wimmelt hier sie noch von Zombies. Und da musstest du ja die Wüste durchqueren, damit du nach oben kommst und so weiter. Also nach Europa. Aber ich will jetzt noch ganz schnell euch das noch zeigen mit dem kleinen, besser gesagt mit dem Steinbock. Der war ja hier. Finde ich eigentlich sehr schade. Und die ganzen Monster leben immer noch und sind mit einem Schlag tot. Haben die noch ein bisschen Geld für mich oder sowas? Dass ich mir die nächste Rüstung... Ja, halt. Geld. Und ich sage euch, Geld kann man immer noch gebrauchen. Was, der macht mir 6 Schaden noch? Der Yeti. Guck mal, da ist der Yeti. Oh, die treffen mich immer wieder. Ich hasse diese Viecher einfach nur. Besonders wenn du hochklettern willst und so weiter, wirst du trotzdem immer von den Typen getroffen. Diese Kristallwesen, so. Die sehen so scheiße aus.
Das habe ich auch erst Jahre später herausgefunden, dass man halt wirklich sich nochmal irgendwo anders nochmal umgucken konnte. Und dann bin ich halt da hingelaufen, in das Gebiet. Habe mich echt gefragt, na, was ist mit dem Steinbock passiert? Vielleicht lebt er noch und so weiter. Und dann findet man ihn leider. Ich muss es euch unbedingt zeigen. Wo war denn der? War der hier in der Ecke? Ne, der war oben gewesen. Hier war irgendwo dann der aus... Wo war der hier? War das wirklich hier? Ach, warte mal, fällt mir gerade ein. War hier nicht noch irgendwo noch sowieso noch etwas, was ich holen musste? Ich glaube, ich habe hier damals sogar einen Kristall vergessen, oder? War das nicht so? Ich glaube, damals habe ich hier sogar einen Kristall vergessen. Da ist eine Schatztruhe? Warum ist denn da eine Schatztruhe noch? Warum habe ich die nicht geholt? Davon habe ich schon genügend. Okay. Das ist bestimmt irgendwie ein Kraut nur. Wieso? Das ist auch eine Schatztruhe. Wieso habe ich mich hier denn nie umgeguckt? Erstmal zigtausende von Schatztruhen noch. Schleimis! Oh mein Gott, Schleimis. Okay, aber so lang... Also so... Überall wollte ich jetzt nicht nochmal hingehen. Ich würde euch unbedingt noch diesen Ort zeigen. Komme ich ja gar nicht hoch. Ach doch, komme ich. Wo ist diese eine Stelle? Schnauze. Keine Verstärkung erhalten. Oh. Okay, da findet man echt nochmal so ein bisschen was, wo überall noch was versteckt sein könnte. Da, das ist die Höhle. Du bist entdeckt worden. Ist mir scheißegal. Das ist die Höhle. Das ist die Höhle? Das müsste die Höhle gewesen sein. Ja, das war die Höhle. Nee, das weiß ich nicht. Mann, ich suche gerade den Ort, wo der, wo wir doch den Steinbock gefunden haben. Den will ich euch unbedingt noch zeigen, weil das eine traurige Szene ist. Jetzt habe ich das zwar schon erzählt, was mit dem passiert ist, aber trotzdem, ich finde das sehr interessant auf jeden Fall. Das war echt nicht die Höhle. Okay, da muss ich echt noch weitergehen. Diese komischen Viecher sehen auch verhässlich aus. Schnauze. Wo war denn das? Das war doch... War das nicht hier irgendwo? Was hat das jetzt hier zu suchen? Hä? Warum? Warum ist hier dieser Weg? Warum ist hier... Warum? Hä? Oh, meine Nase. Entschuldigung. Entschuldigung. Das klang jetzt bestimmt voll ekelhaft, aber... Ich bin gerade leicht verwirrt. Ich hoffe, man merkt es gerade. Eigentlich müsste doch hier irgendwo das Loch gewesen sein, wo der... Nee. Hä? Moment, warte, ich gehe mal ganz kurz zur anderen Seite. Weil hier war doch die Lawine gewesen. Hier hat er doch alles zerstört. Oder war das... Nee. Hä, wo geht's denn hier? Achso. Ich kann sagen, da geht es auch nochmal irgendwo weiter. Was man doch nochmal irgendwo überall nochmal was findet, wenn man sich nochmal irgendwo umguckt. Ja, hier war das gewesen. Hier war die... Hier war das gewesen. Hier war das gewesen. Und wir wissen ja, hier stand der Steinbock, hat sich halt hier gesagt, okay, ich versuche irgendwie rauszukommen. Und jetzt passt auf, Freunde. Da liegt er. Da liegt der Steinbock. Das war sein Kumpel gewesen, der leider verstorben ist in der Kälte und so weiter. Und das ist jetzt wirklich der andere, der uns halt rausgeholfen hat. Er scheint nicht mehr zu atmen. Und das ist halt so was traurig ist. Und auf jeden Fall, wir haben uns ja echt... Damals habe ich echt gehofft, dass der Steinbock doch irgendwie überlebt hat, aber hat er leider noch nicht. Und das finde ich übelst traurig, ein sehr trauriges Bild auf jeden Fall. Der Steinbock hat nicht überlebt. Er hat es nicht geschafft rauszukommen, ist ja ganz klar. Wir sind ja hier mitten in der Erde. Und der Steinbock kann halt nicht diese Wände hochklettern, ist ja auch ein bisschen schwer auf jeden Fall. Ach Mensch,
Traurig, traurig. Es ist echt traurig. Da kamen mir damals sogar die Tränen, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Weil mir halt der Steinbock sehr leid getan hat. Ihr wisst ja auch, ich bin ja auch vom Sternzeichen her Steinbock und so weiter. Und da ich diese Tiere wirklich sehr schön finde, auch, ja gut, sie sind auf jeden Fall sehr gefährlich, aber auch wunderschön, ja, hat mich das halt noch ein bisschen mitgenommen, weil er auch uns halt auch sehr geholfen hat damals. Halt, er hat uns ja auch das Leben gerettet. Wenn du natürlich siehst, dass derjenige, der dich eigentlich gerettet hat, auch verstorben ist, das ist dann natürlich noch heftiger, finde ich. Halt, das geht nicht mit. Ach Mensch. Ach Mann, halt die Klappe, du blödes Viech. So, dann können wir jetzt uns auf den Weg machen nach Sibirien und uns das Schloss angucken, wo halt Beruga auf uns wartet. Der komische Erlöser, der denkt, der wäre der Beste überhaupt, der wäre der Jesus unter den Menschen. Was er natürlich nicht ist, er ist einfach nur ein Idiot. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder zu der Stelle hingehen, wo natürlich halt die Möwe war. Oh, es regnet gerade übelst krass bei mir gerade. Ich höre es gerade. Aber Regen ist was Schönes. Mögt ihr eigentlich den Regen? Ich liebe den Regen. Regen ist was Schönes. Was war denn hier unten? Was war denn hier? Ach ja, hier war ja die Prüfung, ja. Die Prüfung von dem kleinen Liam, das war so schön. Hallo Eule. Oh, die Eule sitzt immer noch hier und beobachtet immer noch die Prüfung. Anscheinend, die schon seit mehreren Jahren, glaube ich, schon vorbei ist. Das finde ich ja auch interessant, also eigentlich bei Terranigma, man weiß eigentlich nie, wie viel Zeit wirklich vergangen ist. Weil es steht ja nirgendwo. Nirgendwo wird irgendwie gesagt, wie lange die Zeit vergangen ist und so weiter. Zwitscherfieb? Zwitscherfiebs? Zwitscherfieb? Das wird leider nicht gesagt. Finde ich sehr schade. Und liebe Möwe, bring uns wieder dahin, wo wir vorhin waren. Also zum Sanctuarium. Oder zum Sanctum. Wo die anderen Vögel auf uns warten. Dann werden wir die zweite Möwe ansprechen. Und werden dann mal schauen, wo sie uns hinbringt. Eine Möwe müsste mich doch eigentlich noch zu einer. Die bringt mich, glaube ich, sogar nach Grönland oder zu der Antarktis. Ich glaube, das war die hier gewesen, oder? Fischerfieb? Was war das? Fischerfieb! Ah, das heißt, nein, danke, bring mich nicht irgendwo hin. Fischerfieb! Twitcher. Ich hoffe, du bringst mich jetzt nicht nach Orkania oder sowas, wo halt diese eine Höhle ist, wo wir den Wind wieder aktivieren mussten. Doch, du bist natürlich die Möwe, die nur nach Orkania fliegt. Scheiße. Musst du mich dahin bringen? Nein. Entschuldigung, okay. Da wollten wir jetzt nicht hin. Twitcher. Das heißt so viel wie, warum musstest du da landen? Ich wollte doch gar nicht dahin. Jetzt bist du ein Idiot, jetzt muss ich die extra wieder hin zurückfliegen. Du bist ein Arsch. So, das war nämlich die mittlere, die muss ich ansprechen. Entschuldigung. Jeder macht mal Fehler. Ich weiß, ich mache eigentlich fast jeden Tag Fehler, indem ich Let's Plays aufnehme, aber nein. Es macht ja Spaß. Das hat mit dem einen gar nichts zu tun, aber ist egal. So, wir sind da. Und jetzt quatschen wir die mittlere an. Twitcherfieb? Twitcher. Trilleli. Ja. Bring mich einfach dahin, wo du hin willst. Scheiße, es ist mir gerade mein Deckel von meinem Wasser runtergefallen.
Ja. Da kommst du her. Ich hab ihn nicht. Hallo. Und wir sind da. Ja, zwischen den Aufnahmen muss man einfach mal ein bisschen was trinken und das ist natürlich das Beste, was es gibt. Warte mal. Ach, der bringt mich nach Japan. Warum bringst du mich nach Japan? Ich will in die Antarktis. Na gut. Na gut, von Japan kann ich auch aus weiterfahren mit meinem Bötchen. Und das mache ich jetzt auch. Auch cool von, nein. Mit einer Möwe komplett rüber geflogen nach Japan. Nee, nach China will ich nicht. Da will ich nicht hin. Wo muss ich jetzt als nächstes hin? Ich muss auf jeden Fall nach dem. Ich muss da hingehen. Ich kann es nicht anders machen. Ich muss jetzt echt wirklich in die Burg von Beruga. Habe ich zwar nicht die große Lust drauf, aber es geht ja nicht anders. Das Spiel sagt, ich muss da hingehen, also werde ich dorthin gehen. Da müssen wir noch nicht hin, wo wir das Wasser gerade gesehen haben. Das ist erst später wichtig. Da war ich auch, glaube ich, schon kurzzeitig gewesen, oder? Ich glaube, ja. Komme ich jetzt eigentlich irgendwie nach oben, nach Grönland? Oder muss ich da erst irgendwie hinfliegen? Aber da musste ich hinfliegen, oder war das nicht so? Grönland. Komme ich da auch so hin, oder muss ich da echt drüber fliegen? Nee, da bringt mich doch eine Möwe hin, oder? War das nicht so? Ja, da bringt mich, glaube ich, eine Möwe hin. Weil da ist so ein kleines Dorf, habt ihr gesehen? Da ist ein Dorf. Da sind Häuser. Also Iglus. Und das ist auch voll cool. Ich will da eigentlich jetzt sofort hin, weil das ist voll süß. Da will ich hin. Aber ich weiß nicht, mit welcher Möwe ich da nochmal hinkomme. Guckt euch das an, da müsst ihr wirklich rüberfliegen oder halt mit der Möwe rüberfliegen, war das, glaube ich, gewesen. Aber ich weiß gerade echt nicht mehr, mit welcher. Verdammt, ich will da hin. Ich will mit der Möwe fliegen. Naja, gut. Gehen wir erstmal hier hin. Jetzt habe ich den ganzen Part eigentlich dazu verschwendet, die ganze Zeit mit einer Möwe zu fliegen, aber ist egal. Es macht einfach nur Spaß, einfach ein bisschen darüber hinzugehen. Und im nächsten Part, wie versprochen, werden wir dann endlich mal Berugas Schloss uns angucken. Da kann man auch sehr gut trainieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und fliegen wir los mit unserem Flugzeug. Und wir schweben hoch und fliegen nach Russland. Kann auch mal andere Seite fliegen. Wir brauchen keine Möwen mehr. Wir verpesten die Luft mit unserem Flugzeug. Und wir fliegen mit dem Flugzeug, yeah. Auf und davon, wir sind frei. Juhu, guck mal, da sind das Tibet. Und auf der rechten Seite sehen Sie ein paar Bäume. Oh, cool. Ich glaube, ich bin gerade schon zu weit geflogen. Ja, ich bin zu weit geflogen. Und jetzt auf der linken Seite sehen Sie wieder ein paar Häuser und ein paar Städte. Und ist das nicht alles schön? Es ist wunderschön. Bitte runter, landen an... Wir starten zum Landeanflug. Und wir machen es nicht, weil wir blöd sind. Halt, runter bitte. Nein! Verdammte Scheiße! Fuck, ich habe mein Safe State gestartet. Nein! Oh nein! Ich habe mein Safe State gestartet. Das ist der größte Fail aller Zeiten und zum Glück ist der Part vorbei. Scheiße. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke wieder fürs Zuschauen. Jetzt habt ihr mal gesehen, legt nie einen Safe State auf euren Controller. Oh nee, ey, was ist das für ein Fail? Oh, scheiße. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Part. Scheiße.
Tschüss.